Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientif hier. Wir sind, ach du Scheiße, von allen Seiten belagert und ja, ich bin der 1986, wir spielen Scientif 4 und ja, herzlich willkommen zurück und dort haben wir einen wunderschönen neuen Begleiter, der hoffentlich auch bald wieder weggeht. Ihr habt gesagt, das ist, weil ich Aileen alleine gelassen habe. Ich werde es nie wieder tun, eventuell. Wir werden sehen. Kann ich auf ihn schießen? Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Okay, Leute. Run. In 3, 2, jetzt. Ah! Guck rein. Hase, boah, blutig, böser Hase. Okay, schnell weg hier. Nicht, dass wir zu viel Energie verlieren. Wir sind im Wassergefängnis und müssen in den First Floor. Das heißt, von der Logik her, ne, Engländer, Amerikaner, First Floor, also 1.FL für Floor, ist für die ja das Erdgeschoss. Also was für uns das Erdgeschoss ist, für die das erste Floor und deswegen müssen wir in den zweiten Floor. Und ja, da hapert es dann natürlich doch so etwas an der Übersetzung. Aber ja, damit müssen wir dann wohl oder übel klarkommen. Und wenn ich dann im zweiten bin, dann kann ich eigentlich auch Aileen wiederholen. Ja, geh ruhig nicht weiter nach oben, danke. Für Aileen müssen wir in den dritten. Ja, dann wollen wir doch erstmal hier kurzerhand Aileen wiederholen. Oder wir gucken uns das die neue Geisteranimation an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Oh Gott. Mann, ist der dick, Mann. Yay, hier ist irgendwo dieser wunderschöne Geist, den ich dann jetzt sofort erstmal einfangen werde oder es versuchen werde. Daraus wird jetzt diese Folge bestehen, wenn nicht eben gerade wieder das Spiel abkackt. Na komm, krieg dich wieder ein. PC, was ist los mit dir? Ich weiß, Scientif 4 ist nicht so Grafik und so. Ja, danke. Ja, das Spiel hat kurz gehangen. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das auf die Aufnahme auswirkt. Warum auch immer. Manchmal tut es das. Verständnis ist keins dahinter oder ich kann es nicht verstehen. Und wo ist dieser wunderschöne Geist? Ich will den jetzt fangen. Geisti. Geisti Mausi. Na komm her. Och, ey. Bau doch nicht hier deine ganzen Beine in den Weg. Oh, hier muss er irgendwo sein. Irgendwo ist er. Irgendwo ist er. Da ist er. Ah. Chris, ein ab hier. Nicht wegfliegen. Nicht wegfliegen. Na, aua. LOL? Game over! Ich bin das erste Mal gestorben! Juhu! Dumm? Warum zum Teufel bin ich jetzt... Ich war fast voll! Da, zu dreiviertel voll und ich bin... Sehe ich doch gar nicht ein. Das sehe ich nie ein, Leute. Ja, wunderschöne Cutscene, die ich aber diesmal wegdrücke. So, jetzt warten wir hier mal. Also, ne. Hier, Fuß hat mich nicht getroffen, wunderbar. Nein, andere Richtung. Ja, auf die brauche ich ja nicht schießen. Das wäre ja reichlich dumm. Ich hätte auch ein Amulett mitnehmen können. Fällt mir da gerade mal so ein. Vielleicht... Ja, genau. Ziel nicht auf den Fuß, sondern ziel irgendwo anders hin. So. Schnell wieder alles gewechselt. Und dann müsste er jetzt gleich hier auf... Och, nein. Hier sind ja noch Füße. Aber er ist hier schon irgendwo. So, jetzt machen wir das mal anders. Ich hoffe, es haut auch hin. Flieg auf den Boden. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Ja, toll. Wo ist er hin? Hallo, Geist? Ich habe ihn getötet oder so. Keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall weg. Ich sehe ihn gerade nicht.
Oh, wo ist denn der? Komm schon, zeig dich. Ich will mit dir spielen. Ich will doch nur spielen. Das ist mir jetzt egal. Ich verwende jetzt meinen Patronenaufbereich hierfür, um das, mir hier den Weg frei zu machen. Wo ist der Geist hin? Ach, da. Ey, hallo? Könntest du mal bitte aufhören abzuhauen? Das ist irgendwie doch leicht nervig. Da. Ramm's rein. Ja, genau. Hallo. Ja, ich bin gleich wieder tot, ey. Das ist doch dumm. So, jetzt geht er auf den Boden mit dem Schwert hin. Ja, nein, er ist der andere Meinung. Ja, Leute, das wird so, glaube ich, nicht so wirklich was. Na komm, hier, töte mich. Oh, verdammt. Oh, wie ärgerlich. Ja, töte mich. Komm schon. Wechsel die Waffe, schlag nochmal drauf. Bringt ja eh nichts. Wir fallen ja eh jetzt gleich um. Und der haut wieder ab. Ich brauche ein Amulett. Ich muss ein Amulett mitnehmen. Anders geht das hier nicht. Manchmal kriege ich auch interessanterweise Schaden von ihm und manchmal nicht. Aber diesmal, yeah. Wuhu. Ja, Game Over. Meine Fresse. Nee, ey. Das ist doch nicht mehr lustig hier. So. Ich lade jetzt den alten Save State, weil da bin ich ja noch in der Wohnung drin und vielleicht kann ich ja darüber ein bisschen was rein. Das ist doch nicht lustig, Leute. Das macht doch gar keinen Spaß. Also da ist jetzt eben gerade der Spaß echt flöten gegangen. Ein Geist, den ich beim besten Willen nicht erledigt bekomme, der abhaut von mir, das, also, lachhaft. Einfach nur lachhaft. Auf den ich die ganze Zeit schießen kann, was wunderbar funktioniert. Aber irgendwie, ja, da war mal am Boden und dann wird das Schwert nicht reingerammt. Weiß ich nicht, muss ich in dem drinne stehen, auf den drauf, mich mit dem, ein bisschen mit dem kuscheln oder so. Das ist also unverständlich für mich. Ja, aber anstatt, dass ich mich jetzt erstmal um den Geist kümmere, hole ich mir Aileen wieder. Und gucke im First Floor, ob es da irgendwas Schönes für uns gibt. Also, First Floor für die Amerikaner ist es ja Second Floor. Ach, bescheuert. Naja, Amis halt. Was will man erwarten? Yay, hi, du Laufmonster. Hier war ich doch schon. War ich hier schon? Und sah der Raum genauso aus wie ein anderer Raum? Oder ich bin gerade dann ganz verwirrt. Aber das ist ja nichts Neues bei mir. Yay, Schloss ist kaputt, yay, Gegner sind da. Ja, wunderbar, erwisch mich. Ja, erwisch mich auch. Nein, du hast mich nicht erwischt. Hi. So, kurz mal hier erledigen, denn hier liegt eine Kerze rum, die ich haben will. Ja, genau, leg dich auf die Kerze. Wie, ich krieg die jetzt nicht ausgewählt, deswegen. Doch, ich hab's ausgewählt bekommen. Wunderbar. Und das Bett gucken. Unterm Bett ist nix. Also können wir wieder raus und weiterlaufen. Was war das jetzt gerade für ein Slot? Ne, Schloss ist kaputt. Okay, eine Tür haben wir noch. Die ist wahrscheinlich auch kaputt. Boah, wie viele Viecher sind hier? Ey, das ist doch schon nicht mehr nur... Ey! Also das ist hier echt gerade mal die totale Failisode. Aber von der allerfeinsten Sorte. Geh weg, Scheißviech. Ja, Leute, jetzt bin ich auch so langsam von dem Spiel dann doch etwas angenervt. Weil das macht keinen Spaß. Hallo, Aileen. Kommst du mit, Aileen? Wunderbar. Gut, dass wir drüber geredet haben. Yay, es gibt insgesamt 4 Löcher, die wir untersuchen können, wo wir aber gar keinen Zugang zu haben. Na, toll. Dann müsste ich das Teil hin und her... Ach, das ist... Ne... Nö, das sehe ich gar nicht ein, dass ich jetzt den Mist noch hin und her drehe. Wow. Wow. Ja, genau. Die Viecher haben eine Reichweite von 10 Kilometern und mehr. Aileen, geh weg.
stehst auch nur doof rum und machst nichts, kannst nichts, willst nichts, hast nichts. Super, Eileen wurde getroffen. Warum? Weil ich einen Raum betreten habe. Hallo, ja, guck, zeig auf mich. Yay, wieder 150.000 Viecher. Kommt, erledigt mich. Leute, ich brauche Tipps und Tricks von euch. Ey, ich krieg das eben gerade hier nicht hin. Nee, da ist auch der Spielspaß jetzt weg. Eben gerade hat sich der total verflüchtigt. Jetzt verstehe ich auch, warum viele sagen, dass Silent Hill 4 mit einer der bescheuertsten Teile ist von Silent Hill. Ja, genau, kümmere dich um Eileen. Na komm her. Komm, bring mich um. Ja, nochmal, komm, einen Schlag machst du noch, komm. Ja, wunderbar, gut, Leute. Ich bin Alot1986, das war eine absolute, totale, üble Failisode. Ich hoffe auf eure Tipps und Tricks. Wir haben heute Sonntag, morgen ist Montag, morgen nehme ich dann das nächste Mal wieder auf. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen helfen, weil das geht ja eben gerade gar nicht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.